So, ich stehe jetzt hier auf dem Wohnmobilstellplatz an der Rügenbrücke. Hier wird gerade gebaut, deswegen sieht das so ein bisschen schäbig aus auf der einen Seite. Das Ganze ist direkt im oder am Industriegebiet. Aber jetzt zum Abend hin wird es definitiv ruhiger. Man zahlt hier und zwar immer bis zum Folgetag um 15 Uhr, wenn ich das jetzt richtig habe, genau. Und das kostet 16 Euro. Da drin enthalten ist aber auch WC, Küche und Duschen. Geschirrspülraum. Ich muss nur mal gucken, ob ich das jetzt gerade alles zeigen kann. Aber es ist halt sehr modern, sehr sauber. Erst gucken, dass keiner da ist. Genau. So. Weil dann würde ich es nicht filmen. Das muss ja nicht sein. Hier sind die Duschen. Auch sehr schön. Mit Vorraum. Kostet 1 Euro für 4 Minuten. Ist aber völlig ausreichend. Und die Toiletten sind auf der anderen Seite. Da muss ich ja nicht ins Detail gehen, ne? Jetzt zeige ich euch den Platz von der Straßenseite nochmal. Und den Raum für Waschmaschine und Trockner gibt es auch noch, was natürlich kostenpflichtig ist. Alle Plätze haben hier auch Stromversorgung. Und hier ist die Ecke, um das Brauchwasser zu entsorgen. Hier sieht man jetzt das direkte Umfeld. Die Werften, die Rügenbrücke und dann gegenüber der Karawanenhändler. Und das Industriegebiet. Und das ist der Platz. Aber man bekommt hier von der Straße kaum was mit. Und das selbst in meinem Bulli. Also wenn man jetzt ein gedämmtes Wohnmobil hat, wird es wahrscheinlich noch besser sein. Für mich, muss ich sagen, ist der Platz so im Großen und Ganzen wirklich gut bis sehr gut sogar. Und man ist in 15 Minuten zu Fuß in der Altstadt. Was will man mehr? Der Supermarkt ist 5 Minuten zu Fuß. Da kann man ganz zufrieden sein. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ist nur ein ganz kurzes, kleines Video, aber wollte ich euch auch